herzlich willkommen zu Sitgo's Verse News. Hier gibt es das wöchentliche Update rund um das Thema Star Citizen. Der aktuelle Patch, wer hätte das gedacht, ist immer noch die Alpha 3.9.1. Aktuell ist das PTU der 3.10 immer noch für die erste Welle geöffnet. Das bedeutet, die Subscriber, Concierge und die Evocatis können fleißig testen, sodass wir letztendlich einen fantastischen Live-Release bekommen. Dann wurde die Alien Week Rezeptkollektion für uns veröffentlicht und diese können wir nun nachkochen und backen. Viel Spaß dabei! Was gibt's in dieser Sendung noch? Die Pause von Inside Star Citizen ist vorbei und geht in die nächste Runde. Gefolgt von einem spannenden Star Citizen Live mit dem Thema All About Alpha 3.10. Zu guter Letzt schauen wir uns dann noch die Roadmap an. Yeah, my favorite brand is of course Origin. Los geht es mit der dieswöchigen Episode Inside Star Citizen mit dem Titel Brand New Episodes. Und somit startet die Sommersaison, das Sommerquartal 2020. Es gab wieder zwei Themen und los ging es mit der mittlerweile enormen Anzahl an Brands, also Herstellern, im Star Citizen Universum. Entwickler erzählen hier zu Beginn, welche Marken sie am liebsten mögen und warum. Die unterschiedlichen Marken und Hersteller sind nämlich unheimlich wichtig für Spiele wie Star Citizen und Squadron 42. Denn nur dadurch lässt sich eine Welt aufbauen, die wirklich realistisch erscheint. Ne? Was wäre eine Welt ohne Werbung? Ne? Nix. So wird die Geschichte und die verschiedenen Orte dieses Universums nämlich mit Leben gefüllt. Jede Marke folgt dabei natürlich ihren eigenen Design-Style-Guides und bekommt dadurch ihren eigenen Wiedererkennungswert. Denken wir dabei an Produkte von Origin oder Argo Astronautics, denke ich, wird sehr schnell klar, was ich damit meine. Ja, jede Marke hat ein eigenes Gesicht. Übrigens das Argo UFO, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist in der Konzeptphase gewesen und hat es daraus nicht geschafft. Na, nur eine Randnotiz, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Wie schon gesagt, jede Marke hat seine eigenen Werte, die sich selbstverständlich auch auf Produkteigenschaften beziehen. Ne, logisch. Diese gelten nicht nur für Schiffe, sondern auch für Komponenten, FPS, Waffen und Rüstungsteile und Klamotten und eigentlich auf alles oder auf jedes Produkt. So wird es sein, dass der Käufer einer bestimmten FPS-Waffenmarke zum Beispiel letztendlich genau weiß, was er für sein Geld bekommt. Auch die Freizeitklamotte wird ebenfalls weiter ausgebaut und soll für ein buntes Universum sorgen. Hier ein paar Konzeptzeichnungen, wie Anhänger der Ninetales in Zukunft auftreten könnten, wenn sie nicht im Gefecht oder in Missionen irgendwelche Anzüge oder Rüstungen tragen. Mega geil, auf jeden Fall, was Michael Wakely, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hier wieder gezaubert hat. Really, what's more immersive than seeing brands everywhere you look? Weiter geht's mit einem Sprint Report. Sehr, sehr schön. Ihr wisst ja, was ich von Sprint Reports halte. Als erstes sehen wir Logo-Optionen für weitere Marken, die wir in Zukunft erwarten können. Als erstes sehen wir Sparefish. Das ist ein Hersteller von EMP-Waffen. Das zweite sind Rook Heavy Metals, ein Hersteller speziell für UE Advocacy und das Militär. Irgendwas mit Metall. Ja, genau habe ich es nicht verstanden. Weiter geht's mit Gallivan Publishing, ein Hersteller auf Terror für Fahrzeuge und mehr. Und als letztes noch Navy Surplus oder Surplus, ein Anbieter von ausrangierten militärischen Produkten. Auch nicht schlecht. Weiter geht es mit den Building Blocks, das System hinter dem User Interface auf den Geräten im Verse von Star Citizen. Die Kunst hierbei ist eine Mischung aus Verständlichkeit und nötigem Inhalt, was wirklich eine Herausforderung sein kann. Now it may seem like a simple thing, but making features that scale both visually and contextually for the tremendous volume of different screen types in the verse is no easy task. And before anybody goes reading too much into the text that you see here, this is all just a collection of random terms the folks in UI use to fill out the various spaces. There's no info to mine here. Work also continues on the layout transitions and drag reordering functionality. Dann wird ebenfalls weiter am physikalischen Inventar gearbeitet. Hier werden wir in Zukunft nur das verstauen können, was auch in die jeweiligen Objekte passt. Also einem Rucksack hat er nur so und so viele Möglichkeiten und mehr nicht. In Zukunft wird es dann halt nicht mehr möglich sein, irgendwie 30 Waffen mit uns rumzuschleppen oder 500 Medipens, ne? Sowas in der Art.
Auch an der Gas Cloud Tech, also Wolkentechnologie, wird weiter getüftelt. Neben einer enorm guten Optik werden wir hier in Zukunft auch verschiedene Missionen und Points of Interest finden können. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Now, work like this will not only be used to bring added texture and visual breakup to the system, but it's also anticipated will add a fair number of new gameplay opportunities as well, as we continue to explore the various ways we can incorporate this tech across the breadth of Stanton's various points of interest. Work also continues apace on the upcoming cargo decks, which aim to bring new depth to cargo and player-to-player trading. Dann gibt es erneut einen kleinen Einblick in die Cargo Decks, die ja mit der Alpha 3.11, also unserem nächsten Quartalspatch, ins Verse kommen sollen. Auch diese werden neue Gameplay-Inhalte mit sich bringen. Bin ich auch mal gespannt. Zum Schluss gibt es dann noch einen sehr frühen Einblick in das Cargo-Modul der Constellation Taurus. Including work on the Constellation Taurus's expanded cargo bay and early prototyping of an automated und einen ersten Eindruck der Docking-Mechanik für die Constellation-Serie und der P-52 bzw. der P-72 Archimedes. Sehr schön. Hey everybody, welcome to another episode of Star Citizen Live. Kommen wir nun zur dieswöchigen Episode Star Citizen Live mit dem Titel All About Alpha 3.10. Zu Gast bei Jared Huckabee waren Todd Pepi hier auf der linken Seite und John Crew rechts zu sehen und die beiden mussten nun Rede und Antwort geben. Die Fragen wurden zuvor auf Spektrum gesammelt und konnten ebenfalls live auf Twitch gestellt werden. Allerdings wurden auch nur Fragen behandelt, die wirklich zur Alpha 3.10 gelten. Klar, logisch, dass natürlich auch andere Fragen kamen. Zum Beispiel wollte die Community hier wissen, warum ist das Fliegen in der Atmosphäre langsamer als mit einem Cold War Jet Aircraft? Ich denke mal, das ist einfach so ein Düsenjäger, ne? So ein älterer, würde ich jetzt mal sagen. Die Antwort von Joe Crew ist, war sehr lang, aber ich versuche es mal aufs Wesentliche zu reduzieren. Er sagte halt, weil so ein Cold War Jet Aircraft natürlich nicht im Weltraum fliegt. Ja, das ist ein reiner Atmosphärenflieger und wir haben es hier halt mit Schiffen zu tun, die in der Atmosphäre und auch im Weltraum fliegen müssen. Und das tut so ein Düsenjet halt eben nicht. Ne? Ja, gut. Eine weitere Frage war, und das war auch zu erwarten, ging um das Thema Splines, also unsere Landehilfen, die jetzt reingekommen sind. Und da wollte die Community wissen, ob das jetzt schon alles war oder ob da noch was kommt. Und da sagte John Crew ebenfalls, nein, das wird natürlich noch optimiert und das wird auch noch in der 3.10 passieren. Hier soll es letztendlich so sein, dass die Splines natürlich direkt auf das Landepad zuweisen und dann, wenn ihr da durchfliegt, öffnet sich auch erst der Hangar. Im Moment ist ja auch noch ein Bug, die Frage kam später übrigens auch noch, obwohl er sagt, das soll ab dem jetzigen Patch eigentlich draußen sein, dass die Hangars gerade bei größeren Schiffen sich öffnen und gleich wieder schließen. Das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen, dass wenn die Anfrage kommt, der Hangar sich aufmacht, man aber noch gar nicht durch den Spline geflogen ist und da gab es dann irgendwelche Differenzen. Naja, auf jeden Fall soll die Sache erledigt worden sein und das wird sich auf jeden Fall noch anpassen, dass man auch wirklich direkt zu seinem Hangar geleitet wird. Momentan ist es ja so, man fliegt in Lorville rein, fliegt durch die Splines und dann muss man erst in diesem Feld seinen Hangar suchen. So soll es natürlich letztendlich nicht sein. Bezüglich dazu kam auch noch eine Frage und zwar wird es diese Landing Splines später auch bei den Stationen im Weltraum geben, Grimhex zum Beispiel oder irgendwelchen Orbital-Stationen und da sagte Todd Pepi, nein, das macht halt nicht wirklich Sinn, weil klar, so ein Spline ist immer gut, aber es geht in erster Linie um diese No-Fly-Zones, um diese Städte, wo wirklich klar sein muss, das ist der Raumhafen und hier wirst du reingeleitet. Beispiel, wenn wir jetzt vorstellen, wir würden diese Splines bei Grimhex haben. Bei Grimhex sind die ganzen Hangars wirklich nebeneinander angeordnet und wenn wir da jetzt in ein Spline fliegen müssten, dann müssten wir erstmal einen großen Kreis machen, um dann in diesen Spline zu kommen und dann würde vielleicht schon der nächste kommen. Das funktioniert halt nicht so richtig. Aber ganz ehrlich, ich persönlich finde das aber auch ganz in Ordnung. Es gab noch viele, viele weitere spannende Fragen und die werden wir natürlich versuchen, euch bis zum nächsten Samstag zu übersetzen. Der Korrespondent Khan wird wieder den Stift das Tintenfass und die Feder in die Hand nehmen, ja? Und für euch die Fragen übersetzen und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf gespannt sein. Sind echt ein paar coole dabei gewesen. Also, the Gladius in 310 PTU
not using afterburner, goes at 450 meters a second, roughly, at sort of maximum speed before you need to actively. Kommen wir zum Roadmap-Update vom 24. Juli 2020. Und dem findigen Detektiv unter euch wird aufgefallen sein, dass hier eine Karte dazugekommen ist. Denn wir haben jetzt die 3.12 auf unserer Roadmap stehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen, ja, so ganz bisschen enttäuscht, denn ich hätte mich wirklich gefreut über eine 4.0 mit ein bisschen mehr knackigen Inhalt. Wir gehen da gleich mal rein, ich zeige euch, was da drin ist. Aber ich, weil, ja, mal gucken, vielleicht kommt ja noch was. Ganz kurz vorweg, es gab noch eine Ankündigung von CRG, was auf dem Roadmap Roundup stand. Das hänge ich euch als Link auch nochmal unten dran. Und zwar geht es um den Crusader Planeten und also dem Gasriesen und der Landezone Horizon. Und zwar war es wohl so, dass der eigentlich für die 3.12 geplant war, aber hier sagt CRG, dass sie auf jeden Fall so viel Liebe da einfließen lassen wollen wie bei den anderen Landezonen und deswegen wird er sich aufs neue Jahr verschieben. Der wird dann im Quartal 1 und Quartal 2 Patch für das nächste Jahr aufgeteilt wahrscheinlich und dann wird er auf jeden Fall kommen. Ich denke mal, da wird auch noch eine Karte dann zur Roadmap hinzugefügt werden. Und dann, ja, hoffentlich auch bald. Dazu gibt es am 31. Juli ein Calling All Devs mit Todd Peppy und Ian Leyland, die euch zu dem Thema Fragen beantworten werden. Na, also wenn ihr da irgendwie Fragen habt zu Horizon, der Landezone auf Crusader oder Crusader selber, wie zum Beispiel, wird das jetzt was mit den Space-Wahlen, ja, dann könnt ihr das an der Stelle auf jeden Fall tun. Da wird es vorher aber bestimmt im Spektrum noch eine Ankündigung geben, wo ihr dann Fragen sammeln könnt. Gut, ich würde sagen, wir gehen durch die Roadmap. Die 3.10, die lassen wir hier einfach mal links liegen. Die ist ja alles poliert, die ist im PTU, da ist nicht mehr viel auf der Roadmap rauszuholen. Wir gehen mal gleich in die 3.11. So, und wir sehen auch gleich als erstes Location, da fehlt doch was, ne? Denn die Space Station Refinery Decks sind raus, Freunde, raus. Nein, sie sind nicht raus, sie sind in die 3.12 verschoben worden. Da kommen wir gleich noch zu. Hier haben die Entwickler gesagt, sie möchten gerne noch ein bisschen mehr Zeit da rein investieren. Sie sind noch nicht ganz zufrieden. Das ist einfach mehr, wie sie sich gedacht haben. Und das muss tippitoppi werden. Ne? Deswegen ab in die 3.12. Ja, mein Gott, ne, so ist das halt. So, dann haben wir hier noch die Space Station Cargo Decks. Die sind übrig geblieben. Die sind jetzt bei 26 von 46 erledigten Aufgaben. Die waren letzte Woche noch bei 23 von 45. Und da geht es auf jeden Fall voran. Ich denke mal, die werden sie schaffen. Die Künstliche Intelligenz, die können wir gleich wieder zuklappen. Hier hat sich nichts getan. Weiterhin auf Planung beide Punkte. Und beim Gameplay hat sich auch nur das Improve Throwing, also das Werfen von Gegenständen, ein bisschen weiterentwickelt. Hier stehen wir jetzt bei 35 von 56 Tasks. In der letzten Woche war das noch 30 von 55 Tasks. Die Elevator Panel Updates, die Object Pull and Push and Pull, die Missile Operator Modes und die Death Animation Improvements, Mann, stehen weiterhin auf dem gleichen Status wie letzte Woche. So, Ships and Vehicles, auch hier hat sich nichts getan. Weder bei der Origin 100er Serie noch bei der Mercury Star Runner. Alles auf dem gleichen Stand wie in der letzten Woche. Bei Weapons and Items ebenfalls, obwohl nicht ganz. Hier ist das Greycat FPS Multitool Cutting Attachment weiterhin auf Planung, aber der Behring GP33 Granatlauncher steht jetzt bei 20 von 30 Tasks. Der stand letzte Woche noch bei 18 von 31. Also da hat es ein bisschen was gegeben. Das wird auch ein cooles Ding, glaube ich. So, kommen wir zu Cortec und hier haben wir eine neue Karte dazu bekommen und zwar das Ground Cover und jetzt kommt's Buoyancy. Ja, so wird das ausgesprochen, wahrscheinlich. So, und das ist ganz geil. Hier kommen nämlich jetzt Gegenstände in unsere Ozeane oder in die Gewässer dazu, die praktisch mit Fließen, Auftrieb haben, so ein bisschen mit dem Wasser interagieren, mit den Wellen. Das können Algen sein, irgendwelche anderen Pflanzen, hier Quietscheentchen, wie auf dem Bild. Auf jeden Fall finde ich das total super. Ne, vielleicht können wir dann auch irgendwann endlich die Ente zu Wasser lassen, ne? Wer weiß. So, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich glaube, wenn die das gut machen, und das werden die schon, dann wird das optisch auf jeden Fall ein Augenschmaus werden. Weiter geht es mit dem Server-to-Client-Actor-Network-Rework. Da hat sich aber nichts getan, steht weiterhin bei 1 von 3. So, kommen wir jetzt zu 3.12.
Hier haben wir jetzt unter Charaktere eine Mystery Armor dazu bekommen. Hier steht aber weiter nichts dabei, was das sein soll. Da steht so viel wie, die Entwickler wollen noch nicht verraten, genau was das ist. Und da wird später wahrscheinlich Info kommen und das Fragezeichen wird gelüftet. Vielleicht ist das ja diese Holo-Geschichte, ne, die wir mal angekündigt haben mit diesem Skelettkopf. So. Mal gucken. Steht auf jeden Fall schon bei 1 von 7 erledigten Aufgaben. Weiter geht es mit Locations. Und da sind sie, die Space Station Refinery Decks. Reingekommen. Sie stehen jetzt bei 30 von 49 Tasks, standen in der letzten Woche noch bei, muss ich kurz gucken, 23 von 45 Tasks. Also da geht es auf jeden Fall auch weiter. Ne? So, klar. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Das muss man ja bedenken. Das Jahr ist ja schon fast wieder um. So, weiter geht's im Gameplay. Hier haben wir zwei neue Karten reinbekommen. Einmal die Station-Based Refining. Das sind so eine Art Monitore, wo wir unsere abgemeinerten Ressourcen verfeinern, einstellen und wo wir so ein paar Einstellungen machen können, um unsere Ressourcen, die wir abgebaut haben, zu verfeinern. Das, denke mal, das hat so ein bisschen was mit den Refinery Decks zu tun, wo das ein bisschen mit zusammenstellt. Das wird so auf jeden Fall so ein eigenes Interface werden, wo wir so ein paar Sachen machen können. Wird bestimmt ganz interessant werden. So, der nächste Punkt, das wird viele von euch freuen. Das ist auch schon poliert, ist schon fertig, aber das sollte auch jetzt nicht unbedingt so ein, obwohl, ganz kurz noch, 39 von 53 Tasks, ne? Auch schon ziemlich weit. So, jetzt aber. Das ist schon poliert, das ist aber jetzt nicht unbedingt so ein großartiger Punkt. Also es ist eine Kleinigkeit, die auch wichtig ist. Und zwar können wir jetzt mit unseren Visieren ein bisschen zoomen. Ja, wir können den Nullpunkt verändern und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das wird viele Scharfschützen unter uns auf jeden Fall glücklich machen. So, kommen wir zum letzten Punkt und das ist auch eine ziemlich coole Sache. Und zwar bekommen wir wieder ein Attachment für unser Multitool. Dieses Mal ist es ein Traktorbeam und damit können wir Gegenstände praktisch, ohne sie zu berühren, von einem Punkt zu einem anderen bewegen. Ja, ein Traktorbeam halt. Ob das dann gleichzeitig schon die Mechanik ist, die reinkommt, die auch dann für die Caterpillar zum Beispiel funktioniert oder auch für die Cutlass, die haben ja beide einen Beam, das müssen wir dann einfach mal abwarten. Dazu muss es ja letztendlich auch ein Gameplay geben, aber ich denke mal, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Ne? Die Cargo-Decks und die Refinery-Decks und die, ja, ich das mal gucken, schauen wir mal. Ne? Auf jeden Fall ist es eine coole Sache. Freunde, das war es auch schon mit der Roadmap. Ich, wie gesagt, hätte mir gewünscht, dass hier 4.0 steht und dass da auch hier unter Ort Pyro steht. Aber gut, man kann nicht alles haben. Nur weil das da jetzt nicht steht, heißt das aber auch nicht, dass Cloud Imperium Games uns da im Oktober, ist glaube ich die CitizenCon dieses Jahr, nicht doch überraschen wird. Warten wir es einfach mal ab. Freunde, das war's mit den Worst News für diese Woche. Ich hoffe, es war das ein oder andere Spannende für euch dabei, was ihr auch noch nicht wusstet. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut. Tschüss.